Brüdern und Schwestern, Eude, herzlich willkommen hier auf diesem wundervollen Kanal, nämlich Euter TV. Ich bin der Zahler, und ich spiele Bioshock Infinite. Bioshock Infinite. Ich werde nachts davon träumen, das weiß ich jetzt schon. Es ist... das ist so schön alles. Es ist einfach so schön. Es ist so, so schön. Think motherfucking God. Ist es ein Zufall? Oder mit freundlichen Grüßen. A look back at opening day. Gucken wir uns das Filmchen mal an. Das Wort des Propheten präsentiert einen Rückblick auf die Anfänge einer Produktion der Columbia. Der Traum des Propheten wird endlich Flügel. Columbia beginnt seine Reise, um Amerikas Vision der Welt zu verbreiten. Ende. Ganz kurze Filmchen, ja, die Anfänge der Filmchen, da sollte man nicht so, hier natürlich nicht so lange. 3 von 37 waren das Tourist. Das Wort des Propheten präsentiert. Der Prophet widersteht Feinden, inneren wie äußeren. Die chinesischen Boxer nehmen unschuldige Amerikaner als Geiseln. Der Prophet und Columbia kämpfen für Amerika. Unser Prophet. Und welchen Dank erhält Columbia? Washington zu Comstock, halten Sie sich raus! Wir stehen hinter den Propheten! Ende. Alles klar. Okay. Tourist 4 von 37. Das Wort des Propheten präsentiert. Wir trennen uns von den sogenannten Union. Ein feiges Amerika pfeift seine beste Stadt zurück. Nein, danke, sagt der Prophet, wir gehen eigene Wege. Columbia sagt sich von Union los und verschwindet in den Wolken. Ah, okay. Ende. Alles klar. Es ist sozusagen der ganze State of Columbia, der hier in dieser alternativen Realität sich einfach von den Vereinigten Staaten gelöst hat, um unabhängig zu sein. The Prophet stands up to foes, within and without. Mhm. Wow, ihr werdet doch aber nicht etwa feindlich sein. Wir können die Waffe leider nicht wegstecken. Kann man so sagen. Warum folgen Sie mir? Wir waren schon hier. Warum folgen Sie uns? Ich... Wie gut. die sind Wahnsinn, die beiden. Es ist alles so gut. Es ist so wahnsinnig gut. Guck mal, Kippchen. Nicht sehr viel eingenommen. Plus Gesundheit, minus Salz. Nee. Salze voll. Was sind die beiden oder wer sind die beiden? Die scheinen uns also ein bisschen zu verfolgen. Minus Gesundheit plus Salz. Wir brauchen eigentlich etwas, was uns Gesundheit gibt. Sie werden das zu schätzen wissen. Der Unterschied zwischen Leben und Tod. Okay. Schild-Upgrade nehmen. Schild. Fügt ein Magnetabwehrfeld hinzu, um die Verteidigung zu verbessern. Nehmen wir natürlich an. Schöne Grafik. Was war denn das? Verblüffend. Dass es funktioniert hat? Verblüffend, dass es ihn nicht getötet hat. Aber ein Magnetabwehrfeld um einen rum kann nützlich sein. Wenn es einen nicht tötet. Ja, natürlich. Das ist so gut mit den beiden. Das ist Hammer. Ich find das so gut. Also ich bin... Wow. Wow, 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 wow. Was habt ihr denn da auf die Beine gestellt, Mann, dieses Spiel? Hoffentlich macht dieser Kerl noch mehr. Also hoffentlich macht der Mann, der... Levine, ich weiß nicht, wie man seinen Namen richtig ausspricht. Hoffentlich macht er noch mehr. Genau, ich habe diesen Hinweis noch gelesen. Schild, ja, wir werden getroffen, wird aufgebraucht, wir verstecken uns, wird das Schild wieder aufgeladen. Sehr gut, ich finde schon mal, dass wir überhaupt sowas wie ein Schild haben. Fantastisch, herausragend, tatsächlich, finde ich sehr, 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 sehr gut. Das mochte ich auch an Borderlands schon sehr gerne.
Murdoch hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Guck mal, wie die Ecke hier aussieht. Das ist voll die hübsche Ecke. Die Gestaltung ist hier halt echt saumäßig gut. Grandios einfach. Und liebe Freunde, ich weiß, ich wiederhole mich. Ich habe, glaube ich, schon 1000 Mal jetzt schon in den, keine Ahnung, wie viele sind es? 3 Folgen, 4 Folgen? Ich habe keine Ahnung. Habe ich schon 1000 Mal gesagt, wie geil ich das bis jetzt finde, wie detailliert und so. Und das werdet ihr bestimmt noch 1000 Mal hören. Weil ich das einfach unfassbar gut finde, was da bis jetzt passiert. Die Haken. Und zwar unfassbar gut, was hier einfach so schon passiert. Gehen nach Monument Island und finden das Mädchen. Wenn ich mich mit diesem Skyhook da einhaken könnte. Was? Wow! Der Haken muss magnetisch sein. Naja, und unser Arm muss weg sein. Moment mal jetzt. Ach so, okay. Ach du Scheiße, okay. Jesus, Mann. Oh Gott, okay, okay, es ist cool. Alles cool. Alles cool. Ich sehe. Ein Skyline-Angriff. Alles Gute von oben, 1:20. Okay. Achievement 1 von 20 hier. Ja, alles Gute von oben. Ach so. Ah nee, okay, doch schon. Können wir die mitnehmen? Nee. Alles klar. Da können wir aber nicht umschalten hier mit. Waffen sind E. Können wir E halten? Na, E halten gibt's nicht. Q halten gibt es. E halten gibt's nicht. Wir können natürlich eh halten, passiert halt nichts, ne? So meine ich das. Und alle sind zielgenau, das ist der Hammer. Das ist der Hammer. Hier Kimme und Korn auf dem Pixel halten, ne? Das ist halt wirklich gut. Das ist halt richtig, richtig gut. So kann man das headshotten. Das probieren wir auch gleich aus. Leidenschaftlich vergolten, 1 von 150. Achievement. Wow, wow, wow. Was? Hab ich gar nicht gesehen, Freundchen. Alles klar, also die Leichen verschwinden hier und ergeben hier diese Köfferchen. Finde ich okay, finde ich okay. Die sind eh schon detailliert genug. Ich hatte geplant, mich treffen zu lassen eigentlich. Aus Gründen. Wirklich aus Gründen. Münzen unter der Matratze, 40 von 200, jetzt schon. Vielleicht gibt es da mehrere Levels für dieses Achievement. Das kann natürlich... wo ist er? Wo ist er? Da oben. So. Wie lange dauert's? Ah, Schild ist jetzt schon aufgeladen.
kriegen wir nicht von hier. Wow. Oh. Nicht funktioniert. So, und schon lädt sich das Schild wieder auf. Gute Sache. Gute Sache. Das verbessert tatsächlich einige Dinge, die mir an den Vorgängern nicht gefallen haben, enorm. Nämlich beispielsweise, dass die Geschütze sofort ohne Wartezeit auf uns geschossen haben und wir nicht die Zeit hatten, irgendwie was mit denen zu machen. Wow. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Oh, nein, 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 nein. Na. Na komm, wir laufen jetzt mal hier rein. Gibt's bestimmt irgendwas, was wir noch holen können. Salze, okay. Die Kiste können wir nicht aufmachen. Gesundheit voll. Gesundheit voll. Munition. Oh, wir müssen Munition gar nicht mehr aufsammeln, sondern nur drüber laufen. So. Und wir haben sowas wie Ausdauer, oder? Ah, Salze, sehr gut. Wow. Ach du Scheiße. Das kann mir jetzt sehr überraschen. Eine echte Pistole, 20 von 25. Dann kämpfen wir jetzt mal schon mit der Pistole weiter und schauen mal, ob das ein fertiges Achievement wird, wenn wir 25 getötet haben damit. So, wo ist das Geschütz? Ist das ein? Ah, da ist es. Bei dem Geschütz muss ich noch gucken, was da am effektivsten ist. Ich weiß es noch nicht, was da wirklich gut ist für uns. Na komm, den einen können wir noch. Wo ist es? Wo ist es? So. Viel Spaß damit. So, und dann... Dann müssen wir es kaputt machen. Oh, das kam jetzt überraschend. Ich würde es gerne testen, aber ich traue mich nicht. Also, ob wir runterfallen können. Ganz am Anfang, in der Anfangsszene, habe ich mal beim Anspielen getestet, dass wir da nicht ins Wasser hätten fallen können. Salz. Naja. Irgendwann vielleicht. Wo bist du denn überhaupt, Fräulein? Bist du das da hinten? Versuch es nur. Um es mit den Worten von Doomfist zu sagen, dem... Gottes Willen. Ganz schön lang. Okay. Ich bin sehr, sehr neugierig, was die Story angeht. Salz. Immer noch nicht voll.
Munition für Maschinengewehr voll. Da müssen wir hin, ist schon klar. Hier gibt es nichts mehr zu holen. Nee, wir haben alles dabei. Wir haben alles mitgenommen, was wir mitnehmen können. Da geht's auch nicht irgendwie runter oder so. Sehr gut. Father Comstock. Ah, Leertaste zum Verlassen. Leertaste zum Verlassen. Wo müssen wir hin? Dahin. Na, wir gucken aber erstmal hier, ob es da noch was zu holen gibt. Oh ja, Kisten durchsuchen. Lohnt sich auf jeden Fall immer. Klack. Schön. Das Problem ist, ich vermute, das werden noch einige können, auch Feinde und so, wenn ihr versteht, was ich meine. Wie plötzlich die ganze Stadt wie ausgestorben ist. Es ist einfach so gar keiner mehr da. So, Gesundheit haben wir. Münzen nehmen wir mit. Die Eagles. Silver Eagle. Ich freue mich schon auf die nächste Begegnung mit den Zweien, die sich abwechselnd, die abwechselnd mit uns sprechen. Wirklich. Da freue ich mich wirklich drauf. Moment mal, was? Ach echt, hier. Wir dürfen einfach so die Tür rein. Sehr schön. A meeting of the Columbia Friends. Oh. Öffnet nicht immer sofort das Feuer. Was stand denn hier? Gibt's mit J irgendwie so ein Journal? Nee. Vater Comstock hat mich heute aufgesucht. Mich. Ich soll sein persönlicher Biograf werden. Der Mann bezahlt für exakt 100 Seiten. Im Voraus. Tja, wenn ich Silber rieche, erwacht der Schacherer in mir. Also sage ich, Vater, Ihre Herde würde für 1000 Seiten bezahlen. Warum also so wenige? Da sieht der Prophet mich an und spricht, 100 werden genügen. Ich weiß ja, wie die Biografie endet. Ich kann mir vorstellen, was da stand, nämlich... na hier. Nicht sofort Feuer öffnen, weil es gibt ja friedliche Leute geben und wenn wir anfangen, dann schießen sie zurück, aber es sind ja nicht immer alle unfriedlich, unfreundlich. A meeting of the Columbia Friends of the Negro Society. Until the Negro is equal, none of us are equal. Mhm. Mhm. Friends of the Negro Society. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist der Gesuchte. Gehen Sie, man fahndet nach Ihnen. Na klar. Wir brauchen Ihre Hilfe. Sie sind hier. Sch, seien Sie still. Okay, ist eh so eine Untergrundbewegung hier. Also werden wir vielleicht... Erzähl uns mal was. Okay, also weiter. Guck mal. Ja. Das habt ihr eingeübt. Ihr seid doch keine echten Menschen, oder? Oder? Spaß. Ich... Ach, das ist der Geldbeutel. Die Munition haben wir voll. Okay. Hier gehen wir wirklich nicht durch. Das ist auch, glaube ich, die Polizei, die auf uns wartet. Und nach uns fahndet. Ja, das Wasser dreht sich links rum. Okay, und wir werden in diesem Spiel ziemlich sicher keine Gesundheit mitnehmen können. Es gibt vermutlich Upgrades, denke ich mal. Ich vermute mal, dass die Leiste fürs Schild hochsteigt, dass die Leiste für die Gesundheit hochsteigt. Ist das Abe Lincoln da? Scheint wie. Sieht wie Abe Lincoln aus. Wieder abstellen. Oh Mann. Oh, da leuchtet überall. Upsi. Ist das.
Nein, 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 da will ich noch gar nicht hin. Das gilt als Salz. Okay. Oh, Portemonnaie. Oh. Sehr schön. Münzen unter der Matratze, 50 von 200. Schon jetzt. Müsli, Gesundheit und Geld. Geld unterm Tisch? Nein. Fehlanzeige. Wie im Real Life. Oh. Na? Zeig dich! Eine echte Pistole. Abgeschlossen. Okay, wir müssen laufen. Nein, 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 nein. Denn, wow, wow, wow. So. Ah, noch so einer, alles klar. Alles klar. Der ist ziemlich cool animiert. Der ist wahnsinnig gut animiert. Wir sind wahnsinnig. Wow, 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 wow. Oh nein. Verstecken. Wow, okay. Okay, das müssen wir noch lernen. Das müssen wir aber noch richtig lernen. So, Schild haben wir auf jeden Fall schon mal voll. Muni hierfür noch nicht so. So, da warten wir jetzt nochmal. Wow, was? Hä? So, kaputt. Das wollten wir so. So, und volle Gesundheit. Das ist, das finde ich managementmäßig, was die Gesundheit angeht, aber eigentlich ganz gut. Ich bin mal gespannt, wie frustrierend das wird, wenn wir wirklich mal sterben und eine Stelle immer und immer wieder machen müssen. Da sehen wir dann, wie das das Spiel löst. Aber im Moment finde ich das System sehr, sehr gut. Ja, also mal selbst auf seine Gesundheit achten, Schild haben und so weiter. Finde ich bis jetzt ganz gut. Finde ich bis jetzt richtig, richtig gut. Wild West Show. So, hier unten hätten wir theoretisch sogar noch. Oder doch nicht. Ich dachte hier durchs Picknick, oder durch die Picknickdecken. Das sind ja mehrere. Hätten wir tatsächlich die Möglichkeit, uns hochzuheilen im Gefecht. Also, dass das Spiel da so die Hilfestellung bietet. Aber, nö. Na gut, das Medipack hat es hier gegeben. Das ist auch nichts. Kisten, Silver Eagles, Munition. Münzen unter der Matratze, 60 von 200. Sehr, sehr schön. Sehr schön. Oh, ein Hotel. Cool. Okay, da geht's lang. Ich fände übrigens, also wenn das auch in dem Spiel so bleibt, es ist ja ein recht vorgegebener Weg. Stört mich kein bisschen. Stört mich kein bisschen. Das wird ja in der heutigen Zeit schon oft, ja, und keine richtige Open World und bla 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 und Schlauchlevels und so weiter. Stört nicht, wenn es gut gemacht ist. Wenn es so gut gemacht ist wie in diesem Spiel, stört kein bisschen. Stört kein bisschen. Man kann sich ja in einem echten Film zum Beispiel dann auch nicht ausdenken. Oh, Scrollen funktioniert perfekt. Oh, Gott sei Dank.
Munition 12, 120 haben wir voll. Für Maschinengewehr haben wir echt noch nicht voll. Klack, klack und voll. Ach, weil es gleich 35 Schuss sind. Alles klar, alles klar. Hüpsa. Der Laufstil ist irgendwie auch recht realistisch und erinnert so irgendwie an die Laufstile von den Leuten in Bioshock 1 und 2. Irgendwie. Hat irgendwas davon. Keine Ahnung, kann ich schlecht beschreiben. Es hat einfach irgendwie den Charme vom Laufstil aus Bioshock 1 und 2. Laufstil der Gegner. Na, wer weiß. Vielleicht sind wir einer der ersten Splicer. Oh, Moment mal, was? Okay. Hier sieht es ein bisschen anders aus. Okay. Mit welchem schönen Bild hören wir denn auf für heute, liebe Freunde, ne? Was machen wir denn? Hören wir mit dem Hotel auf? Machen wir das so? Ja, okay. Dann machen wir das mal so. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge Bioshock Infinite, das ich immer noch herausragend finde. Bin sehr gespannt, was storymäßig weitergeht. Wenn wir das Mädchen finden, werden wir vielleicht ein bisschen mehr erfahren. Vielen Dank. Bis dann. Danke. Ciao und Servus.